Discord, Güte von Testreferenzsteckern. Das heißt, in der aktuellen ISO ist auch beschrieben, wie so eine Steckverbindung zu sein hat. Oben haben wir jetzt mal das Beispiel Multimode-Stecker. Wenn man TRC, ein Testreferenz-Patch-Kabel, auf ein Testreferenz-Patch-Kabel steckt, sollte die Dämpfung kleiner als 0,1 dB sein. Ein herkömmlicher Stecker hat laut aktueller ISO einen Dämpfungswert, eine Einfügedämpfung, die kleiner 0,5 dB sein soll. Jetzt sehen wir hier, 100% der Stecker müssen kleiner als 0,75 dB sein, 95% kleiner 0,5, 50% besser wie 0,35. Die Erklärung dafür ist, es werden einfach in eine große Wühlkiste gegriffen, da werden 100 Patchkabel rausgeholt und 95 dieser Patchkabel müssen laut Norm besser sein als 0,5 dB. Alle müssen besser sein als 0,75 dB und 50% müssen besser sein als 0,35 dB. Dann erfüllen diese Stecker diese Norm, sprich besser als 0,5 dB pro Kilometer. Das ist so praktisch beschrieben. Wenn ich mit einem Testreferenzstecker, mit so einem 0,1 dB Stecker auf einen 0,5 dB Stecker gehe, sprich einem Random, einem herkömmlichen Stecker, sollten die Messwerte besser als 0,3 dB sein. Bei der Messung hatten wir gesagt, dass der Schwellwert für eine Pass-Fail-Bewertung 0,3 dB ist. Das dient dazu, wenn ich später das Testreferenz-Cord von meinem Prüfling abziehe und durch ein herkömmliches Patchkabel ersetze, dass der nur 0,5 dB pro Kilometer, 0,5 dB Einfügedämpfung hat, dass ich immer noch in der Norm bin, sprich 0,5 dB für die Steckverbindung. Das heißt, beim Messen wird das Limit ein bisschen runtergeschraubt auf 0,3 dB, um sicherzustellen, dass später, wenn ich das Testreferenz-Kit durch ein herkömmliches Kabel ersetze, immer noch besser bin als 0,5 dB pro Kilometer. Oben in der Tabelle, das sind die Werte für Multimode-Kabel, also für Multimode-Steckverbinder, und unten sind die Werte für die Single-Mode-Kabel abgebildet. Und wenn man die Taste drückt, dann sieht man auch, dass Multimode und Single-Mode kommt. Hier sind nochmal die Güten von Testreferenz-Kit. Das ist nochmal diese Tabelle. Da ist dann beschrieben, wie viel Abweichung ich im Kern haben darf, wie die Einfügedämpfung zu sein hat. Das sind aber Sachen eigentlich eher für so einen Hersteller. Die Testreferenzkabel, die werden in der Regel mit einem Interferometer vermessen. Das heißt, die herkömmlichen Patchkabel, die werden einfach gefertigt, werden maschinell poliert und kommen in die große Kiste. Bei den Testreferenzkabeln oder bei den Messkabeln ist es so, die werden mit einem Interferometer vermessen. Eventuell werden die Stecker mit einem, gibt da drei verschiedene Tuning-Verfahren, noch in ihrer Qualität getuned, verbessert, und mit der Interferometermessung wird dann quasi dokumentiert, dass der Stecker die Güte laut der aktuellen Norm einhält.